So, ich war lange mal wieder nicht online oder beziehungsweise ich bin andauernd online, aber ich wollte mal wieder gucken, was es an neuen Rust-Skins so gibt. Nicht wirklich viele, aber die, die da sind, sind schon mal nice. Das Royal Garage Door ist nice. Das werde ich mir auf jeden Fall ziehen. Das sieht schon mal ziemlich cool aus mit diesem Megatotenkopf. Na, die LR300, nee, die ist mir zu langweilig. Broken Mirror Door ist eine Sheet Metal Door. Sieht zwar ganz cool aus, aber nein. Keine 2,65 €. Resin Bow. Oh Gott. 3,50 € ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Was ist das für einer? Der Scrapper Ball. Ne, den finde ich auch nicht so toll. 1,75 € ist vom Preis her okay, genau wie für dieses Bronze Raven Knife. Aber M239, die kriege ich eh nie gebaut. Und die Archer Door sieht natürlich auch ganz cool aus, die Holztür. Aber ich habe in der letzten Zeit die Erfahrung gemacht, dass eigentlich Holztüren nicht so sonderlich gut gehen oder beziehungsweise der Markt ziemlich, naja, ich weiß nicht, im Arsch ist. So, dann gucken wir mal, ob wir was von den alten Gegenständen verkaufen können, ohne so viel Verlust zu machen. So, hier haben wir 1,49 €, die fällt im Preis auch immer weiter. Das ist nicht so geil. Na gut, die Rose ist unwichtig. 4,46 € kostet mein Schlafsack jetzt schon. Der steigt im Preis auch immer weiter und weiter. Gut, das sind so Standardsachen hier, die sind nicht so viel wert. Das auch nicht, das wird auch immer billiger. Mein Hammer 2,02 €, der war schon mal bei weit über 3 €. Aber den behalte ich eh, weil ich mag den Brain Eater Hammer. 3,61 € für meine, na, Wedding Machine. Das ist cool. Das behalte ich. 3,13 €. Liegt auch immer so bei 3 € in der Regel. Manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen niedriger. So wie hier zum Beispiel. 43 Cent, aber meistens so bei 3 €. 3,13 €, 3,40 €. Aber da ich die behalten will, da man die relativ schnell und simpel bauen kann. Ja, 82 Cent. Naja, die Door ist ein voller Reinfall gewesen. 1,30 € ausgegeben. Ich habe sie sogar zweimal. Voll ärgerlich. Auch ein Reinfall. Pickaxe 2,79 €. Die geht noch. 1,32 €. Aber hier 1,30 € für ausgeben geht gar nicht das Tor. Ah, hier sinkt der Preis auch immer. Der steht immer so bei 2 €, 2,20 € in der Regel. So, was haben wir hier? 1,73 €. Die behalte ich aber, weil das meine einzige ist, glaube ich. Dieser Ofen, ja, hier ist voll der Reinfall. 1,15 €. Das ist voll das Minusgeschäft gewesen. Der Teppich ist ja so ein Sonder-Item, so das behalte ich auch. Damit kann ich schön meine Base von außen ein bisschen verzieren. So, was haben wir denn hier? 1,43 € Skull Seeker Python. Die will ich aber auf jeden Fall behalten. Und ah, die steht auch bei 1,43 €, aber die behalte ich auch. 1,32 € für die Armored Door. Die geht auch gar nicht. Dann verkaufe ich sie halt mal mit ein bisschen Verlust. Aber die brauche ich eh nie, weil ich Solo-Player bin. Dead Man's Chest. Ja, die habe ich geschenkt gekriegt. Ist 1,10 € wert. 1,18 €. Dieser wunderschöne Ofen. Verstehe ich gar nicht, dass den keiner haben will. Der ist sowas von Porno. Hier ist bei der Sheet Metal Door. Aber die behalte ich auf jeden Fall. Die sieht cool aus. Die werde ich ja auch behalten. Die beiden Öfen. Ist mir scheißegal. 1,87 €. Okay, die hat sich auch wieder gelohnt. Die habe ich für 1,30 € gekauft und die habe ich für 1,30 € gekauft. Aber die behalte ich, weil die echt wirklich
wirklich richtig Porno aussieht. Ja, diesmal war nicht so viel am Markt, was man immer unbedingt haben muss. Also die werde ich mir, die Royal Garage Store, natürlich auf jeden Fall kaufen, weil ein Totenkopf ist drauf, also brauche ich den Shit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne in meine anderen Videos gucken. Bis denn dann. Und lasst mir einen Daumen da. Tschu. Oh, ich muss erst mal ausmachen. Upsala.